Here we go. Music and... Ein kreativer Arbeitstag. Was sonst auch soll der 85. Geburtstag für Hamburgs Ballettdirektor sein. Mit aller Intensität bringt John Neumeier sein Ballett Die Odyssee wieder auf die Bühne. 1995 choreografierte der Humanist des Tanzes das Nachspiel zum Trojanischen Krieg in Athen zur eigens komponierten Musik von George Kurupus. Ich denke, um eine andere Farbe meine Arbeit zu zeigen, bevor ich aufhöre, als Ballettdirektor hier zu sein. I don't care what you do, just get up. Yes! Durch diese neu geschriebene Musik ist ein ganz anderer Bewegungsvokabular aus mir gekommen. Was macht der Krieg mit den Menschen? Wie finden sie sich wieder nach diesen endlosen 10 Jahren Gemetzel um Troja? That's it. Darum geht es in Neumeyers Odyssee. Take his hand away, Olivia. That's it. You take his watch, because you're in a place of no time. Die Tatsache, dass es ein absolut Anti-Krieg-Stück ist, passt es leider sehr relevant eigentlich zu unserer Zeit, ja, die so schrecklich ist. Vor 30 Jahren arbeitete John Neumeier im selben Ballettsaal mit den damaligen Tänzern. Ivan Lyschka und Anna Polikarpova als Odysseus und Penelope. Die Reise eines Balletts. Ich fand es auch sehr schön, das wieder zu entdecken, so diesen Teil von mir. Und wahrscheinlich habe ich das wirklich gemacht. Und dann freue ich mich, dass ich das, weil ich habe es tatsächlich gemacht. Die Hamburger lieben ihn für fast all das, was er hier gemacht hat. Der Konfettiregen wird sicherlich auch am Ende dieser Saison fallen, seiner letzten als Direktor. Sein Geschenk an das Hamburger Publikum, morgen zeigt er hier einen neuen Film über sein Leben. Als ich Kind war, ist es, Milwaukee ist bekannt für Bier und für Dairy Products. Es war weder eine Ballettkompanie oder eine größere Schule in Milwaukee. Arte hat John Neumeier begleitet. Im Sommer läuft das bewegende Porträt dort und im NDR-Fernsehen. Hier ist John mit den Beads. Das ist unser Backyard auf Howell und Howard, up the way a piece. Wie gesagt, zum 85. schenkt er uns die Filmschau. Und er selbst, rührt die 85 in ihm etwas an? Nur mathematisch.